Und wir wollen noch mal weitersprechen mit Professor Schröder. Er ist uns weiter zugeschaltet, Politikwissenschaftler von der Universität Kassel. Ja, 10 Jahre AfD. Wir haben gehört, im Laufe der Jahre hat sich die Partei doch weiter radikalisiert, kann man sagen. Ist das ein Teil des Erfolgsrezepts? Zumindest hat es ihr nicht geschadet. Das ist ja sehr interessant, weil wenn man die rechten Parteien in den Nachbarländern sich anschaut, dann haben die ja meistens von der ganz rechts kommenden Seite sich eher in die konservativ rechtspopulistische Sphäre entwickelt und damit Regierungsverantwortung auch reklamiert, währenddessen die AfD eher von der moderateren, euroskeptischen Position ins radikale Wasser gegangen sind und damit eher nicht regierungsfähig sind. Was bedeutet das denn vielleicht für die weitere Entwicklung der Partei? Womit müssen wir da in Zukunft rechnen? Also da sind verschiedene Szenarien denkbar. Was wir augenblicklich erleben, ist ja, dass die Partei gut in der Lage ist, die Unsicherheiten, den Pessimismus, der sich in der Gesellschaft so in den letzten Monaten zusammengebraut hat, aufzunehmen und auf dieser Welle reitend durchaus eine stärkere Zustimmung erfährt. Und zwar viel stärker, als man sie noch im letzten Sommer erwartet hat. Da lag die AfD so bei 7 bis 10 Prozentpunkten. Mittlerweile wird sie bei fast 15 gehandelt. Das heißt, sie ist Profiteur der Augenblick Krisensituation und kann einen Teil des Unmutes da artikulieren. Wo soll das hingehen? Das lässt sich schwer sagen, aber wenn man die Frage der Koalition, die ja von der AfD selbst thematisiert wird, heranzieht, dann ist ja immer die Frage, was ist der Maßstab hier? Und für Koalitionen muss man ja das erstmal wollen, dann muss man vertrauenswürdig sein und man muss ja auch Positionen haben, die für die anderen Parteien angemessen sind und verhandlungsfähig. Und bei den letzten beiden Punkten, also bei den Personen und bei den Inhalten, ist augenblicklich nicht erkennbar, dass die AfD in irgendeiner Weise da koalitionsfähig werden kann, sondern es ist eher erkennbar, dass sie frei flottierend diese Radikalität und dieses die Grenzen überschreitende zum Maßstab für ihr Handeln wählt. Da ist immer in diesem Zusammenhang dann auch von dieser Brandmauer nach rechts die Rede. Beschäftigen wir uns mit einer anderen Partei, nämlich der CDU und einem noch Parteimitglied, Hans-Georg Maaßen. Er hatte ein Ultimatum, das ist jetzt am vergangenen Sonntag, also gestern Mittag, abgelaufen, sozusagen freiwillig aus der Partei auszutreten, war er aufgefordert worden. Das hat er verstreichen lassen. Jetzt droht ihm damit ein Parteiausschlussverfahren. Das ist doch sehr langwierig, oder? Was macht das mit der CDU? Ja, das ist ein sehr gefährlicher Ritt, auf den sich die CDU da begeben hat, weil Parteiausschlussverfahren, wie Sie zu Recht sagen, sind in der Regel sehr langwierig und können eher das am Zündeln halten, was man eigentlich bekämpfen will, dass nämlich die Aufmerksamkeit auf diesen Vorgang so stark gerichtet wird und damit auch die Strategie einer Partei eher durchkreuzt wird, weil eine Partei würde ja gerne sehr schnell und direkt so eine Person und diese Positionen loswerden. Und mit einem solchen Verfahren ist genau das Gegenteil häufig der Fall. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, Herr Merz ist angetreten, die AfD zu halbieren, eine Brandmauer aufzubauen. Insofern gibt es natürlich eine Erwartungshaltung ihm gegenüber, dass er hier Klarheit schafft. Und das, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben, ist aber alles andere als Klarheit, weil er selbst mit Begrifflichkeiten, die eigentlich eher im AfD-Bereich beheimatet sind, argumentiert hat und damit auch die Überzeugung hat etwas vermissen lassen, dass er selbst einen Beitrag leistet, um diese Positionen und die Brandmauer auch aktiv zu halten. Professor Schröder, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Kassel. Sehr gerne.